Ich habe hier einen Morphsuit in grün, einen Greenscreen-Anzug. Was passiert hier? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ja wieder in Prank-Laune. Ja, ich habe ja schon einige Pranks in letzter Zeit gemacht und jetzt habe ich eine wirklich geniale Idee. Allerdings brauche ich da, glaube ich, gleich ein bisschen Hilfe. Ich werde mich heute mit Danja verbünden. Also ich hoffe, sie hilft mir. Und euch verrate ich natürlich, um was es geht. Ich habe hier einen Morphsuit in grün, einen Greenscreen-Anzug. Den werde ich euch jetzt mal gerade zeigen. Der ist mir auch schon runtergefallen. Also, das ist einfach so ein Ganzkörperanzug komplett in grün. Sogar übers Gesicht drüber. Also, man erkennt nicht, wer da drin steckt. Den werde ich heute anziehen und den Rest der Crew damit erschrecken. Guckt euch mal die Füße an. Also, das sind einfach mal die Füße. Ich kann darin auf keinen Fall Schuhe tragen, sondern ich muss da direkt einfach so rein. Ich glaube, die Socken kann ich anlassen. Aber ich glaube so Jacke hier oder mein Hemd und so, das muss ich auf jeden Fall alles ausziehen. Und dann probiere ich den mal an. Mal schauen, ob der mir überhaupt passt. So, untenrum habe ich den auf jeden Fall schon mal an. Und hier seht ihr die Hände. Also da sind richtig so Handschuhe mit integriert. Und hier, das ist dann auch direkt ja, das Gesicht sozusagen. Und hier hinten am Hinterkopf macht man das zu. Das heißt hier mit meinen Haaren, die muss ich auf jeden Fall gleich irgendwie zusammen machen. Vielleicht setze ich auch noch so ein Cap auf, damit die wirklich so da drunter sind. Ja, wenn ich den dann komplett anhab, dann werdet ihr mich nicht wiedererkennen. 10 Jahre später. Es ist soweit. Die Verwandlung. Also ich kann jetzt, wenn ich hier so durchgucke, die Kamera noch so grob sehen. Also ich sehe so schemenhaft, jetzt nicht unbedingt, welche Farbe irgendwas hat, aber so ungefähr die Umrisse. Ich glaube, ihr könnt mich da gar nicht erkennen, aber vielleicht erkennt ihr, es ist Kati. Ihr wisst es ja auch, aber die anderen wissen ja nicht, wer hier drin steckt. Und ich glaube, die werden sich ganz schön erschrecken. Also hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dieser Prank funktioniert heute richtig gut. Und ich muss natürlich jetzt noch Danja fragen, ob sie mir hilft. Und ja, ich glaube, die kann ich dann mal als allererstes erschrecken. So. Mit dir! Weißt du, wer ich bin? Verwirrt. Du siehst aus wie ein Grashüpfer. Kannst du gehen? Aber du weißt, wer ich bin, ne? Ja, ich weiß, dass du Kati bist. Ich weiß nur nicht, was das ist. Was ist das? Das macht mir Angst, Kati. Ja, die Kamera läuft schon dann, ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass du unsicher bist. Aber ich bin's, Kati. Ich bin in einem Morphsuit. Ja, schön. Dann morphsuitet dich mal raus. Ja, das sieht nämlich richtig gruselig aus. Findest du das gruselig? Natürlich ist das gruselig. Hast du dich mal angeguckt? Gib mal, hast du dich mal angeguckt? Tada! So gruselig aus. Ich weiß es ja nicht. Also, Danja, ich hole mal wieder raus. Danke, jetzt ist es besser. Also, ich bin wieder in Prank-Laune. Mhm. Ich habe ja gemerkt, dass du dich auch schon ein bisschen erschreckt hast. Ja. Also, beziehungsweise du wirktest genervt. Ich bin verwirrt. Vor allem bin ich verwirrt. Ich würde gerne noch mehr Leute verwirren und brauche jemanden, der mich dabei unterstützt. Würdest du mir helfen? Okay, ja, ich komme mal mit. Okay, du wirst Leute erschrecken wahrscheinlich. Ja, genau, wir können uns ja ein paar witzige Sachen überlegen. Vielleicht rufst du jemanden und dann auf einmal stehe ich hinter der Tür oder so. Okay, dann soll ich mal René schreiben? Genau, ach so, dann könnte er hier reinkommen. Mhm. Und dann stehe ich vielleicht hier. Ja, ich kann mir sagen, ich will mit ihm ein Video so an. Genau, ich kann mir sagen, ich will mit ihm ein Video für Apps and Games aufnehmen, weil Claudio ist ja heute nicht da. Ja. Und dann könnten wir das so machen. Ja, perfekt. Und die Kamera, die stellen wir, ja, meine Hände sind ein bisschen rutschig. Ich habe ja diese Handschuhe auch direkt mit an. Die Kamera können wir ja irgendwo hinstellen, so als versteckte Kamera. Und ihr könnt das Ganze dann beobachten, wie René reagiert. Das Witzige an diesem Morphsuit ist, dass einem die Nase so platt gedrückt wird. Also es ist halt hier so stramm. Ja. Und man hat die ganze Zeit so, als ob man so die Nase so platt drückt. Das ist laut Voldemort. Ja, komm rein. Was ist das? Hallo René, ich bin
Tschüss, oh mein Gott, oh mein Gott. Tschüss. Das war aber genau meine Reaktion auch, als ich das gesehen habe. Vor allem, ich dachte jetzt wirklich, ja, es gibt irgendwas zu besprechen wegen Spia. Oder das. Ja, gern geschehen. Ja, danke. Ist der Prank geglückt? Ja, ich muss sagen, tatsächlich. Das ist aber auch nicht so schwierig. Also so wie man damit aussieht, ist das relativ gut möglich. Ich habe gerade schon gesagt, das ist so eng. Es ist die ganze Zeit so, als ob einem so die Nase platt gedrückt wird. Als ob jemand einfach so... Wen würdest du gerne als nächstes pranken? Donny, glaube ich. Donny? Soll ich den mal hochschicken? Ja, ich überlege. Oder wir machen das vielleicht jetzt woanders. Vielleicht kannst du ja sogar einen Boden kriechen. Oh, jetzt ist es richtig cool. Das wäre richtig witzig, wenn da so ein Kaffee kommt und Kaffee kommt dann so um die Ecke. Das wäre so lustig. Okay, kommt das. Wir schauen mal, was wir da machen. Ich weiß noch nicht, ob ich um die Ecke krieche. Hey, kannst du mich ganz kurz filmen, bitte? Was, dich filmen? Ja, mal kurz. Einfach hier an der Wand. Okay. Das ist extrem merkwürdig. Weißt du, wer hier drin ist? Lass mich raten. Felix? Nein. Kathi? Ja, ich bin's. Ja, dann du bist es. Okay, gut. Tada! Hi. Ja, das war so ganz komisch. Ich habe nur irgendwie sowas Grünes aus dem Auge gesehen. Ja, deswegen so, okay, hast du gesehen, oder? Dass du mich gesehen hast und eigentlich wolltest du zuerst an mir vorbeigehst und ja. Ich dann so von hinten. Ach so, boah, das ist echt schlimm geworden. Vor allem mit dem Kostüm, das ist echt gruselig. So. Also komplett grün, das ist schon so. Schon sehr, sehr witzig gewesen ja. Gerade. Aber ja. Irgendwie reagieren auch alle gleich. Also, es hat so keiner. Okay! Bisher hat keiner geschrien oder so oder ja. Gesagt so, oh Gott, ich habe Angst, sondern alles. Was machst du da? Das ist halt auch merkwürdig. Das liegt aber auch eher daran, weil das Grüne so auffällig ist. Ja. Das sticht sofort ins Auge. Und ich meine, vorher gedacht, so, okay, irgendwas ist grün, ist auch nicht so. Was ist das? Ich dachte erst vielleicht so ein Müllbeutel oder so. Keine Ahnung. Wir hätten hier noch so ein paar Müllbeutel nebenstellen müssen. Ja, genau. Okay, vielleicht im nächsten. Das hat fantastisch viel Spaß gemacht bisher ja. Schon. Das ist ein hervorragender Tag heute. Ist Katja da unten in ihrem Studio? In dem Studio, ja. Okay, na dann, let's go. Ja. Hast du gerade kurz Zeit? Ja. Bist du gerade im Schnitt oder machst du gerade? Nee. Ach so, okay. Welche machst du gerade? Weißt du, wer hier drin ist? Jetzt weiß ich. Katja weint fast vor dir. Ich glaube, das war jetzt ein Prank. Sie hat sich nicht erschrocken, sondern sie hat sich einfach gefreut. Das war so witzig. Meine Frage. Ja. Hast du da was gesehen? Also siehst du was in dem Spiel? Ich sehe es so schemenhaft. Also so, ja, so nicht, ob es rot oder grün ist, aber halt, wo hell und dunkel ist, so ein bisschen. Schön. Schön. Ja, aber wir haben tatsächlich wirklich alle eine sehr ähnliche Reaktion darauf. Es ist mega ist so witzig. Party. Alle erschrecken sich so kurz, aber dann so. Was ist das denn? Was passiert hier wieder? Ja, es ist wirklich schön. So, was geht hier wieder ab. Ja. Ja. Wieso, wenn man mal so einen Anzug noch rumliegen hat, dann kann man den doch wohl mal anziehen. Kann man ja wohl mal machen. Genau. So, also eine Person fehlt ja noch und das Ellie. Ist Ellie, ne? Dann überlege ich, ob wir dann noch ein Apps and Games Video machen oder... Was? Das ist alles so wild. Was passiert hier? No. Lass mich mal durch. Was ist das? Kannst du
bitte noch mal ganz kurz, bevor du das abnimmst, liebes Morphsuit-Männchen, kannst du bitte noch mal hier durchhüpfen, wie du es gerade gemacht hast? Das habe ich leider nicht gefilmt. Und Ellie, wer steckt hier drin? Ja, ich erkenne deine Stimme. Es ist vielleicht erkennst du dich an meinem Kratzbier. Den Look kenne ich von dir, Kathi. Ich bin Ellie. Hallo Ellie. Hallo Kathi. Hattest du Angst vor mir? Ja, also es war sehr unheimlich, aber es war witzig. Ich glaube, ich habe viele Leute zum Lachen gebracht. Ja. Zum Lachen und auch viele ein bisschen erschreckt. Also ich glaube, es war ein sehr, sehr geglückter Prank-Tag heute. Ja, das stimmt wohl. Wenn ihr auch Spaß hattet, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, wie hättet ihr reagiert? Hättet ihr euch erschrocken oder hättet ihr gelacht? Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, abonnieren, Glöckchen aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!